Noch ist Herbst und nicht ganz entflohen, aber als Knecht Ruprecht schon. Kommt der Winter herbeigeschritten, und alsbald aus Schnees mitten klingt des Schlittenglöckleins Ton. Und was jüngst noch fern und nah bunt auf uns herniedersah, weiß sind die Türme, Dächer, Zweige, und das Jahr geht auf die Neige, und das schönste Fest ist da. Tag du der Geburt des Herrn, heute bist du uns noch fern, aber Tannenengelfahnen lassen uns den Tag schon ahnen, und wir sehen schon den Stern. Dieses Gedicht ist von Theodor Fontane. So, hast du denn schon die 10 gefunden? Ich suche sie erstmal noch. Suchst du die 10? Ich suche die gerade erstmal. Guck mir alle genau an. Also Kiki hilft mir heute, ne? Und die sucht jetzt hier die 10. Was ist die 10 denn? Siehst du die? Ja. Wo denn? Guck mal hier so. Sehen wir irgendwo? Na, guck mal hier so in der Richtung. Da ist irgendwo die 10. Da! Da ist sie. Kannst du aufmachen? Ich weiß nicht, wo. Hier. Macht die Mama zu Hause den immer auf? Hier, jetzt. Ich kann das nicht rausdrücken. Macht die Mama da zu Hause immer für dich? Ja. Aha. Mama drückt das immer raus. So, bitteschön, die darfst du essen. Was haben wir denn? Was ist das denn? Ach, der Nikolaus. Ja. Mit seinem Sack. Ne? Also, so. Alles klar, jetzt mache ich mal kurz Pause. So, und weiter geht's. Jetzt suche ich mal hier die 10 und ich frage mal hier Kleinchen, ob sie mir helfen will, hier die 10 zu finden. Die muss irgendwo hier sein. Ich weiß es. Hier. Wo? Da. So schnell hast du die gefunden? Oh, hier. Danke schön. Hier ist die, guck. Hier ist die 10. Da ist die 10, Tatsache. Okay, dann gehen wir jetzt zum Tisch. So. So. Jetzt packen wir mal die 10 aus, ne? Ich hatte sie in meiner Kamera. Da hat die Mone wieder schön verpackt, ne? Siehst du? Kriegen wir das Bändchen so aufgezogen, dann können wir das Goldbändchen nämlich verwahren und nochmal benutzen. Das sind Knoten. Ja. Du weißt nicht, wie man den Knoten aufmacht. Was? Hallo, ich bin Knotenprofi. Natürlich kriege ich das auf. Siehst du? Hasi sagt auch Hallo. Hasi? Hallo. Hallo, Hasi. Willst du in die Kamera? So, da habe ich aufgekriegt. Siehst du? So. Hier, ne, die 10 werde ich mir wieder abhupeln. Wow. Und? Was haben wir denn da drin? Ja, was haben wir denn da drin? Also, guck mal. Och, guck mal, was für ein schönes Papier. Ne? Das sind Schneebären. Boah, jetzt hat die Mone wieder eine schöne Box gebastelt. Da kannst du aufmachen, ich hab... Was sind das, Schneebären? Ja. Eisbären heißen die, Schatzi. Hallo. Eisbären. Und hier, was sind das? Schneeflöckchen, toll, ne? Ich weiß jetzt, auch, wie dich das nennt. Wie kriegt man das auf? Vorsichtig oder schieben? Schieben. Schieb mal durch. Schieb. Schieb. Ich kann nicht. Schieb, feste. Schieb. Oh, Leckerchen für die Oma. Ja, die ist runtergefallen. Leckerchen für die Oma. Ja. Was ist das? Was ist das? Och, guck mal, wie süß die sind, so kleine. Lebkuchen. Und für was stirbt die Oma? Für Lebkuchen. Ja. Dankeschön, liebe Mone, weil wir müssen ja hier die Kalorien wieder draufkriegen, ne? Ich freue mich und ich lasse mir die schmecken. Ja. Ach, sie muss, ach so, ich muss jetzt dem Sven erzählen, was sie im Kindergarten gemacht hat.
So, danke schön, liebe Mone. Ja, heute fehlt mir ein bisschen so an Enthusiasmus. Nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern weil ich mich nicht so fühle. Ich hatte eigentlich schon überlegt, ob ich das Video erst morgen mitmache, aber ich habe gedacht, komm, Kleinchen hatte mich heute eh schon gefragt, ob sie mitmachen darf und da habe ich da habe ich erst Nein gesagt und jetzt habe ich gesagt, okay, ich bin ja ganz froh, wenn mir Kleinchen hilft, ne? Ja. Wenn ich so tolle Unterstützung habe, ne, mein Schatz? Ich habe sogar so schnell die 10 gefunden. Ja. Und die Mone, ne? Die heißt wie die Oma, ne? Ja. Ja. Wie heißt die Oma denn? Auch Mone. Ja, genau. Wie heißt die Oma? Mit ganzen Namen? Die Mone. Jawohl, genau. Und die Mone heißt auch so. Ja, Mone, vielen Dank. Ne? Und drück mir mal die Daumen, dass hier mein Salbeitee hilft. Und bin wieder da. Ja, super. Ich habe vorhin gesagt, was ich gemacht habe im Kindergarten. Ja, habe ich gehört, meine Süße. Ja, dann sagen wir jetzt mal tschüss. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, liebe Mone. Ich hoffe, allen anderen hat das Video trotzdem gefallen. Auch da winkt die kleine süße Maus schon. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der Nummer 11. Darfst ruhig deine Pizza ins Bild schieben. So, Kleinchen will jetzt Pizza essen. Die hat nämlich großen Hunger. Ne? Und ich mache jetzt Schluss. Sag tschüss.